Warum erfolgt die Erdrotation nach einer totalen Sonnenfinsternis schneller? Unsichtbare Kräfte regeln alle kosmischen Veränderungen. Unsere Erde liegt in der habitablen Zone. Ihre Rotation erfolgt gleichmäßig. Nur nach einer totalen Sonnenfinsternis kann ihre Rotationsgeschwindigkeit minimal zunehmen. Um die Erdrotation zu beschleunigen, sind Riesenkräfte erforderlich. Diese gewaltige Energie kann nur die Sonne aufbringen. Dazu sollte man 4 physikalische Phänomene beachten. Erstens, was passiert, wenn sich zwei Magnete begegnen und sich entfernen? Zweitens, wie rotiert eine Magnetkugel, wenn sie an verschiedenen Stellen mit Strom versorgt wird? Drittens, was bewirken Sonnenpartikel bzw. Neutrinos, die unsere Erde zu 50% absorbiert? Viertens, was geschieht mit unserer Erde bei einer totalen Sonnenfinsternis, wenn sich die elektromagnetischen Einflüsse kurzfristig verändern? Damit zwei Magnete sich begegnen können, muss eine bestimmte Kraftinvestition A aufgebracht werden. Der Kraftaufwand nimmt während der Annäherung zu. Wenn zwei Magnete sich gegenüberstehen, sinkt der Kraftaufwand A auf 0. Wenn sich die zwei Magnete voneinander entfernen, ist die abstoßende Kraft E zuerst groß und sinkt dann kontinuierlich ab. Der Kraftaufwand A ist bei Annäherung geringer als der Kraftgewinn E bei der Abstoßung. Der unerklärliche Kraftgewinn wird in einen Geschwindigkeitszuwachs umgewandelt. Diese magnetischen Phänomene nützen viele Erfinder, um sogenannte freie Energie mit Magnetmotoren zu empfangen. Die Erde ist eine rotierende Magnetkugel. Deshalb kann man vergleichsweise mit einer Neodym-Magnetkugel physikalische Studien durchführen. Dafür benötigt man eine Magnetkugel, eine 1,5 Volt Batterie, Draht und einen Reißnagel. Wenn die Stromversorgung in Richtung Äquator verschoben wird, nimmt die Rotationsgeschwindigkeit zu. Unter dem Äquator nimmt sie wieder kontinuierlich ab. Zu- und abnehmende Rotationen finden nur im mittleren Drittel der Magnetkugel statt. Die Sonne produziert hochenergetische Partikel bzw. Neutrinos und sendet sie zur Erde. Neutrinos haben eine schwache Wechselwirkung.
50% der hochenergetischen Neutrinos fängt die Erde ab. Wenn der Mond sich vor der Erde befindet, fängt er schon einen großen Teil der Neutrinos ab. Dadurch erreichen weniger Neutrinos die Erde. Die hauptsächliche Absorptionszone von Neutrinos liegt im mittleren Bereich der Erde. Bei einer totalen Sonnenfinsternis verändert sich das Neutrino-Bombardement, da der Mond schon vorher Neutrinos abfängt, bevor sie die Erde erreichen. Ohne Mondschatten ist die Bilanz des Neutrino-Bombardements ausgeglichen. Auch die elektrische Energiebilanz ist ausgewogen. Bei einer totalen Sonnenfinsternis verläuft der Mondschatten von links unten nach rechts oben. Daher erreichen anfänglich mehr Neutrinos den nördlichen Erdteil und später mehr Neutrinos den südlichen Erdteil. Das wirkt anfangs erdrotationsbremsend und später erdrotationsbeschleunigend. Die von der Erde absorbierten Neutrinos stören offenbar ungleichmäßig die elektrischen Stromflüsse der Erde. Es treten sozusagen ungleichmäßige elektrische Potentialverschiebungen auf. Kurz, ohne Mondschatten ist das Neutrino-Bombardement ausgeglichen. Der schräg verlaufende Mondschatten verändert, je nach Lage, die Erdrotation. Kurz, die Störung der fließenden Erdstrombilanz gleicht einer Batterie, die während der totalen Mondfinsternis verschoben wird. Diese Modellvorstellung setzt voraus, dass die von der Erde absorbierten Neutrinos die Erdstromflüsse entscheidend irritieren oder dass die absorbierten Neutrinos Strom produzieren. Nicht jede totale Sonnenfinsternis wird eine geringe Erdrotationsbeschleunigung bewirken. Nur speziell verlaufende Mondschatten, die bei einer totalen Sonnenfinsternis auftreten, können dieses seltsame Phänomen bewirken.